Also dann, ich gehe rein hier auf eigenes Risiko. Mal schauen, was da drin ist. Die Seerosenhöhle. Okay, da geht's. Es geht immer noch tiefer, ich sag's ja. Wahnsinn. Bin sehr begeistert. Also tiefer, immer tiefer. Ja, und natürlich auch die Meerjungfrau. Okay, der will boxen. Ein Hummer-Jogger. Dem habe ich auch die Monsterkarte. Ich gehe erstmal hier durch dieses gefährliche Areal, bis ich es mir anschaue. Okay, da ist wieder der Speicher. Der hat immer die gleichen Räume, fällt mir außer auch vom Design her. Aber vertraut ist es schön in diesem Fall. Möchtest du deinen Fortschritt speichern? Speichern. Spiel gespeichert. Und wir haben bekommen, das ist die Krabbe, das ist der Hummer-Jogger. Beute wird automatisch aus größerer Entfernung angezogen. Okay, das ist gut. Immerhin können wir jetzt ja auch mit Tanzen hier ein bisschen so Edelsteine, an die ich nicht rankomme, holen. Allerdings bräuchte ich dann auch die Anziehung aus dem Shop nicht, fällt mir dazu ein. Ich frage mich, ob ich hier jemals wieder rauskomme. Ich wäre mal besser nicht Risky Boots gefolgt. Das passiert mir immer, wenn ich hier auf der Spur bin. Da, ich kann leider kein Schlüssel werden. Wir hatten das Problem vor kurzem. So, ich spring drüber. Ich warte mal, ob der wieder reinfährt. Ne, der bleibt draußen. Das ist gut. Oh oh. Das habe ich auch schmerzlich vermisst hier in letzter Zeit, dass wir hier auch Abschnitte haben, wo wir erst weiterkommen, wenn wir Gegner bezwingen. Ich gehe durch. Wer kommt hier? Okay, der... Oh nee, nicht du schon. Du bist das schlimmste Monster, das ich kenne. Ich sag's dir. Na, ihr habt ja wieder Spaß dran. Also ich war echt froh, dass ich den irgendwann bei Half Genie Hero nicht mehr gesehen habe, nicht wahr? Also ich mag ihn wirklich nicht. Aber er hält weniger durch. Du hast goldene Krabbe und du hast Schlüssel. Dafür hat es sich gelohnt. Mach die Tür wieder auf. Hinter meinem Bild, hinter meinem Gesicht ist das aufgegangen. Ich kann es leider nicht angucken. Das sind Tänze. Aber nur 4 Stück sehe ich gerade. Und Fusionen habe ich auch. Okay, und Relikte gibt es auch. Ich entdecke hier minütlich etwas Neues. Dann gehe ich wieder raus. Mal schauen, wenn ich den drücke, der bleibt draußen. Okay. Dann mache ich auf. Sie verwendet einen Schlüssel. Das fehlt mir hier noch als Einblick. Ja, endlich komme ich an dich ran. Warte, 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 warte. Nee, ich komme nicht hin. Ich ziehe ihn magisch an. Das geht auch nicht. Okay, dann muss ich hier tatsächlich... Ich muss der Affe sein. Oder warte mal, das ist ein bisschen brüchig. Nee, geht nicht. Schade. Ich sehe sie so häufig, ich komme einfach an keinen einzigen ran. Fährt der jetzt immer? Ich glaube nicht. Nochmal raus mit dir. Ich muss schnell sein. Aber Shantae ist das ja von Haus aus. Ja, die hält nicht an. Die ist immer auf den Beinen. Da komme ich nicht höher. Ich gehe da durch. Jetzt wird es auch noch dunkel. Du hast Thunfisch in der Dose. Geil. Wo ist der Thunfisch in der Dose? Fledermaus. Der Bumerang verbraucht weniger Magie, wenn er benutzt wird. Den habe ich noch gar nicht gesehen, dass wir die jetzt haben. Also, das ist kein Thunfisch in der Dose. Das ist Thunfisch in der Dose. Verarbeitetes Lebensmittel, das eine geringe Menge an Kraft wiederherstellt. Also, der ist nicht so gut. Aber er macht das, was wir brauchen, nämlich Heilung. Und Magie macht er nicht ganz. Was Thunfisch in der Dose? Jetzt finde ich die aber richtig häufig. Das wird mein Hauptnahrungsmittel, wenn ich hier nicht mehr rauskomme. Ich schau mal da kurz rein, bevor ich da runtergehe. Okay, das war gefährlich. Jetzt kommt der schon wieder. Ja, du, wir haben hier jede Menge epische Zweikämpfe miteinander, das sage ich dir. Ja, du bist wirklich ein Geduldsbrocken, ich sag's dir. Ein Schlüssel, du hast Schlüssel. Immerhin, das ist mein Schlüsselbringer, ja, also das ist der Schlüsseldienst. Wenn ich den K.O. schlage, dann kriege ich hier einen neuen Schlüsselbund. Oh, das ist toll, danke dir. Du hast gerade Monsterkarte, jetzt komme ich da auch hin. Du hast Karte. Ich finde immer das, was ich brauche. Was bringt mir das? Jetzt ist alles aufgedeckt. Okay, wir sehen sogar hier den Bossraum. Das ist wie bei der Legend of Zelda. Das Spiel wird immer besser. Die Speicherräume sind auch eingezeichnet. Und wahrscheinlich auch, ich gehe mal davon aus, dass diese Schlüssellöcher, die sind dafür da, dass ich weiß, wo verschlossene Türen sind. Ich gehe wieder raus. Ich gehe da runter. Hallöle, Opi. Möchtest du deinen Fortschritt speichern? Immer doch. Speichern. Spiel gespeichert.
Dann mache ich das alles auf und gehe weiter. Bislang kam da noch nie was raus, wenn ich beim OP war. Das wird ein knapper Sprung, aber ich habe ihn geschafft. Sie verwendet einen Schlüssel. Der fährt raus, der fährt hoch und ich muss rein. Okay, der kommt auch wieder tiefer. Ich gehe einfach durch da. Der macht gleich Feuer. Ja, ich wollte es ausprobieren, ob ich den selbst auslösen kann. Aha. Mal wieder die lila Blöcke hier zerstört. Das ist im Übrigen, ich weiß nicht, ob es ein Easter Egg ist, aber ich fand es sehr cool, als Mimik das erwähnt hat. Weil das ja schon ein paar Mal das vorkam, dass wir lila Blöcke zerstört haben. Jetzt weiß ich, wir sollten das eigentlich nicht tun. Schon wieder. Aber ja, du bist sehr häufig da. Das freut mich. Möchtest du deinen Fortschritt speichern? Ich möchte speichern. Spiel gespeichert. Ich finde es jetzt gerade auch sehr schön, wie, also das Sonnenlicht, ne? Okay, sie leuchtet hier auch, aber das sieht nochmal richtig himmlisch aus. Oh, jetzt wird's richtig düster. Zappenduster. Okay, da kommt wieder so ein Jogger. Ein Hummer-Jogger. Ich erledige sie alle. Ich gehe durch da. Risky Boots. Risky Boots. Ho, ho, ho. The Half-Genie Runt. Der Halb-Chin-Wicht. Lustig, dich hier anzutreffen. So. Also warst du es doch. Ich weiß, was du getan hast, Risky. Du solltest diese Mädchen besser freigeben, ansonsten... Oh my. Meine Güte. You just have all the answers, don't you? Du hast einfach alle Antworten, nicht wahr? Ha. Denk doch, was du willst. Meine Pläne gehen dich nichts an. Du wirst dich nicht einmischen. Besiege Risky Boots. Oh, ich hätte sehr gerne wieder so einen coolen Boss-Titel. Okay, also, aber ich kenne ja ihre Bewegungen. Aus Half-Genie Hero, wir haben uns stundenlang miteinander bekämpft. Und du warst manchmal echt heftig, du. Also, jetzt kommt gleich wieder... Okay, Tinkerbats. Weißt du, was das Schöne ist? Ja, die Sprecherin von Chanté ist auch gleichzeitig die von Risky Boots, nämlich Christina V. Deswegen freut es mich auch, dass wir hier so viele Zwischensequenzen haben. Bin sehr gespannt, wie sich die Stimme da heraushebt. Also die Tonfischstoße bringt ja gar nichts. Oh, Tinkerbats. Da bin ich gerade so im Spalt dazwischen gewesen. Moment, nochmal ein bisschen heilen, die Pokeschale. Okay, das war's schon. Halt! Jetzt ist Schluss mit lustig. Wenn du wissen möchtest, wer diese Mädchen wirklich gefangen hat, die Antworten liegen vor uns. Tada! Ach komm, ich bind mir doch kein Bär auf. Jetzt ist sie einfach weggegangen. Sag mir bloß, die kommt später nochmal. Du hast Krabbe-Monsterkarten. Und zwar zuhauf. Ich finde die wirklich häufig, ne? Die ist einfach verschwunden. Ich könnte mir vorstellen, die taucht häufiger auf bei The Legend of Zelda. Entschuldigung, dass ich immer den Vergleich ziehe. Da gab es auch mal so ein Dungeon, als das Monster hier zwei, dreimal aufgetaucht, bis du es endgültig erledigt hast. Nicht nur einmal. Okay, die Musik mag ich. Die ist beruhigend. Da komme ich nicht hin. Oh. Ey, das ist eine magische Quelle. Die habe ich gebraucht. Ja, mal sehen. Kriege ich dich hier raus? Plink! Geht es dir gut? Wer hat dir das angetan? Wie bist du hier runtergekommen? Plink. Oh, schrecklich. Plink, reiß dich zusammen. Hä? Wo bin ich? Meine Güte, geht es dir gut? Ich glaube schon. Moment, ich hol dich da raus. Dieser Käfig sieht komisch aus. Sicher, dass alles okay ist? Vergiss den Käfig. Hier, ich habe etwas für dich. Du hast Flitzermolch. Was ist das? Es ist eine magische Fusionsmünze. Damit kannst du dich sofort in eine neue Form verwandeln. Diese trägt das Zeichen eines Flitzermolchs. Flitzermolch? Flitzermolche sind seltene Kreaturen, die Insel bewohnen. Mithilfe seiner Fähigkeiten kannst du möglicherweise die Quelle des Bösen an diesem Ort lokalisieren. Überlass es mir. Ich verspreche, mein Bestes zu geben.
Drücke X in der Luft, um zu flitzen. Wenn du gegen eine Wand flitzt, kannst du daran kleben bleiben. Probiere es aus. Dank dir, Plink. Drücke X, um zu flitzen. Während du flitzt, kannst du sogar an Wänden kleben bleiben. Plink, wir verstehen uns. Oh, guck. Ach, cool, warte mal. Ja, sie verwandelt sich automatisch. Das ist das, was ich gebraucht habe. Das konnte der Affe früher. Jetzt bin ich halt ein Flitzermolch dafür. Danke, Plink. Schön, dass ich sie rausgelassen habe. Da kann ich klettern. Jetzt bin ich hier. Ich habe ein bisschen abgekürzt. Möchte ich aber nicht so häufig machen. Erstmal wieder zu Risky Boots. Unfassbar. Ich glaube, sie hat die Wahrheit gesagt. Da kann ich doch auch höher. Nee, kann ich nicht. Ich wollte es gerade ausprobieren. Ich glaube, der kann nicht automatisch an dieselbe Wand zurück. Also der springt irgendwann. Doch, kann er. Entschuldigung, da war ich noch verwandelt. Da konnte ich nichts tun. Ich muss noch ein bisschen mit der Fähigkeit klarkommen. Das sowieso. Die ist ein bisschen gefährlich. Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Ich hätte mal auf die Karte schauen sollen. Ich wollte eigentlich zu Risky zurück, aber da komme ich ja ganz in eine andere Richtung. Nochmal. Okay, ich kann doch, aber irgendwann bin ich aus dem Bild raus und dann hilft mir das auch nicht weiter. Ich dachte, dass der eventuell nur von Wand zu Wand springen kann. Aber ist nicht so der Fall. Gehen wir da rein. Ne, jetzt bin ich wieder hier. Ich bin gerade nicht so auf der Höhe. Ne, weil hier springt er nämlich immer auf die andere Seite. Das liegt aber daran, weil sie wahrscheinlich dann festklebt gerade. Deswegen hat sich so der Eindruck erweckt. Also wenn sie bereits klebt und du drückst die Taste, dann springt sie raus sozusagen. Ja, eigentlich brauche ich das Ding jetzt auch nicht mehr, weil mit der Klebefähigkeit geht das ein bisschen besser. Oh, jetzt komme ich an den Tintenfisch. Ja, wunderbar. Da komme ich nicht nur an den ran. Du hast Herz, Tintenfisch. Endlich mein allererster. Einen von drei habe ich. Warte mal. Der ist auch als Gegenstand hier. Herz-Tintenfisch, bring ihn zu deinem örtlichen Tintenfischschmied. Wunderbar, ich weiß, wo sie ist. Aber da muss ich erstmal wieder... Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme, ich bin ehrlich. Hab noch nicht herausgefunden, wie wir hier eigentlich rauskommen wollen. Gut, jetzt mit diesem Flitzermolch, glaube ich, können wir wieder hochklettern. Dauert halt ein wenig, aber es wäre die Möglichkeit. Da habe ich den Schlüssel her. Ich will nur noch mal alles abgehen für den Fall, dass wir jetzt mit der neuen Fähigkeiten irgendwo anders lang können. Ja, ich muss ihn noch ein bisschen weiter rauslassen und jetzt komme ich rüber. Warte mal. Okay, das tut mir nicht weh. Das war auf jeden Fall auch mal ein Test. Da komme ich nicht hin. Ja, auf jeden Fall mal sehen. Erstmal den wieder und den und dann muss ich hier hoch. Jetzt wird's knapp. Da musste ich sogar kurzzeitig kriechen. Hier überspringe ich. Ich lass mich fallen. Ja, okay, also es gibt hier nichts weiter, sage ich mal, zu erforschen. Also das war tatsächlich alles hier, was wir so gehabt haben. Ein bisschen mehr Aufweg, aber macht ja nichts. Also mir geht es wirklich darum, also ich werde den Speedrun ähnlich beim ersten Mal durchspielen schaffen, dass es blind. Wir werden auf 100% wie immer gehen, das macht mir mehr Spaß. Vielleicht spiele ich es ja hier freizeitlich mal frei, damit wir auch mal die anderen Bildschirme sehen zum Abschluss. Ich weiß noch nicht. Aber auf jeden Fall, das Spiel macht richtig Laune. So, an dich komme ich jetzt ran, hoffe ich. Du hast Herz, Tintenfisch. Schon zwei. Ich glaube auch, vielleicht gibt es auch nur drei in der Höhle. Deswegen, also oben werden mir hier drei angezeigt. Ob das insgesamt nur drei, die ich dieses Mal sammeln kann. Oder ob es drei hier zu sammeln gibt, das weiß ich noch nicht. Bin sehr gespannt. Erstmal klettere ich hier hoch, dann holen wir uns hier die Edelsteine. Dann gehe ich mal darüber. Das ist neu für mich. Ich schau mal in die Richtung. Das ist alles zu. Tja, dann mal sehen, was gibt's drunter nochmal. Der gute Opa. Aber nicht der Onkel.
Ja, das war so der Anfang dieses Verlieses hier. Ich gehe trotzdem mal dahin. Wie gesagt, also der Flitzer, der macht ja schon oder sorgt zumindest dafür, dass ich jetzt hier besser zurechtkomme. Nee, da bin ich ganz raus. Okay, also wir haben das Verlies. Ich sollte echt häufiger auf die Karte gucken. Aber macht ja nichts. Mich wundert es ja, dass ich tatsächlich immer noch auf den Spuren von Risky Boots unterwegs bin. Also wir wissen auf jeden Fall beide, wo die nächste Action stattfindet. Deswegen ist sie da und ich auch. Dann hole ich hier halt nochmal ein bisschen Schätze ab. Und rüber da. Den drücke ich mal. Okay, da muss ich mich ein bisschen ranpressen. Warte mal, so geht's besser. Ich halte und runter da und schnell festhalten und rüber da und dann den da drücken. Rüberfeuern und schnell hier rüber. Gut, das haben wir alles geschafft. Jetzt wird das alles noch viel herausfordernder. Das sind schon wieder diese Kakteen. Oh, der hat richtig Schaden gemacht, dass er in mich reingekrabbelt ist. Ich muss aufpassen bei denen. Also das war jetzt zum zweiten Mal Schaden genommen, der war vermeidbar. Gut, nächster Abschnitt. Ein Schlüssel. Na, wer das nicht verdächtig findet, du hast Schlüssel. Ja, ich bin runtergefallen, aber ich kann hier zum Molch werden. Jetzt klettere ich da einfach wieder frech hoch. So löse ich das Problem hier einfach mal direkt. So, rüber auf die Seite, mal hier in den Zwischenraum. Da ist ein Tintenfisch. Du hast Herz, Tintenfisch. Jetzt ist auch wirklich das Inventar voll an der Stelle oder zumindest hier. Ich weiß es noch nicht. Das, aha. Hängt alles miteinander zusammen. Ich mache auf, ich gehe durch. Oh nein, jetzt sind es zwei. Weißt du was? Ich hau einfach den, der mir das Auge zeigt. Zeig mir dein Auge. Nee, das macht er nicht mehr. Jetzt stehen sie beide gleichzeitig. Das könnte helfen. Einer weniger, der andere ist noch aktiv. Da muss man aufpassen bei diesen Scherenhänden. Und er ist erledigt. Dann gehe ich weiter. Oh, das ist eine große Flasche. Und dann wird hier auch ein großes Herz rauskommen. Nö. Möchtest du deinen Fortschritt speichern? Speichern. Spiel gespeichert. Chanté ist vorsichtig. Ui. Hm, dornige Ranken, das kann nur gefährlich werden. Na bitte, ein großes Herz und rein da. Da ist wohl eine nette Blume erwacht. Oh, was kommt da raus? Eine verschlafene Pflanze. Nett anzusehen. Da läuft mir ja das Wasser im Mund zusammen. Eine leckere kleine Fruchtfliege ist direkt in mein Nest geflattert. Wer oder was bist du? Dieser exquisite Duft. Du musst ja platzen vor Aroma. Aber ob du auch so süß schmeckst oder eher sauer? Sauer? Zerquetschen wir dich und finden es heraus. Seerosen, Sirene, Sonnenbaden der Algen. Oh weia. Jetzt habe ich einen neuen Fall. Was ist das? Okay, das sind sehr dicke Dinger. Das Licht erschienen. Warte mal. Da kann ich an die Wand ran. Ja, das sind irgendwelche... Das sind explodierende Fliegenfallen. Wenn sie rot sind, dann kommt das Ding da raus. Jetzt warte. Okay, jetzt fährt sie in die Richtung. Warte mal, ich lasse sie mal in der Sonne schmoren. Ach, guck mal, jetzt wird sie müde. Und da kommen auch... Jetzt kann ich sie verletzen. Auf die Augen wieder mal. Oh, da kann ich richtig austeilen. Jetzt ist es vorbei. Warte mal, ich nehme mal den hier, dann fährt sie in die Richtung. Oh nein, das Licht hat sich geändert. Weg mit den Dingen. Oh, die halten was aus und explodieren. Oh, was ist das?
Also am besten, du bleibst ja auf dem breiten Ding stehen, weil ich weiß nicht, wie dick die Dinger am Ende werden. Jetzt hat sie mich erwischt. Oh, guck mal, da kommt ein Auge. Da schauen die Augen bei ihr raus. Jetzt gibt's hier richtig... Guck mal, wie die zusammenzuckt, wenn sie hier auf die schmerzhafte Stelle hier aufmerksam gemacht wird. So, das war's wieder mit ihr. Ich lasse sie in diese Richtung lenken. Oh, jetzt ist sie gleich direkt schläfrig geworden. Ja, aber jetzt muss ich dafür einen weiteren Weg zurückstecken, damit ich hier an die Dinger da rankomme. Oh Mann, das ist ein sehr, sehr schöner Bosskampf. Jetzt muss ich an ihr vorbei. Mal sehen. Gut, das sind hier nur die Dinger. Warte, das Licht hat sich umgestellt. Das ist das Schlimme, wenn man hier den Lichtschalter drückt. Da wollte ich gerade abspringen. Warte, ich brauche ein Schinken-Sandwich. Das wird die vegane Pflanze nicht mögen. Jetzt wieder in die Richtung. Na, gerade so. Ich muss. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Die ist gefährlicher geworden. Okay, da passiert was. Sie ist welk geworden. Ja, meine lieben Kinder, auch die Pflanzen explodieren, wenn man sie ordentlich genug hier in der Sonne ablichtet. So, das war's mit dem Biest. Chapter clear, Stage clear. Shantae ist raus. Schöner Kampf. Na, sowas, den kenne ich ja. Hier in den Zwischenräumen, da kenne ich dich. Möchtest du deinen Fortschritt speichern? Speichern abgeschlossen, ich sehe dich in der Stadt.